Hallöchen, hallo, ihr wilden Menschen da draußen an dem Bildschirm. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hier seht ihr wieder eine weitere Folge von Newcomer TV, dem wilden regionalen Musikmagazin, wo wir viele, viele Konzerte von regionalen Musikerinnen und Bands zeigen. Und wir blenden zurück in die Portstraße Jugend und Kultur, wo ich jetzt gerade sitze, zu der vierten Newcomer TV-Nacht, die am 24. Juni stattgefunden hat. Und ihr seht den zweiten Teil dieses Abends, weil der Abend stand unter dem Motto Rap und Hip-Hop aus der Region. Und ich möchte euch eine Band vorstellen, die hier die Portstraße zum Beben gebracht hat, nämlich die Boos Brothers. Die machen Hip-Hop, Oldschool und modernen Sound. Und jetzt ein großes Hallo und viel Vergnügen mit dem Konzert von den Boos Brothers. Hey! Ja. Die Burg des Kinkerlitz, den Jungs! Geh in die Mitte. Ja. Ey! Bis zum Anschlag durchgeladen, Eiseskälte, Boos Brothers im Schützengraben, jagen Beute mit dem Bajonett, stichfest, verbannt im Exil, ich sag, wie tief ich drin steck, subtil agieren im Untergrund, Menschen hungern, Kinderarbeit, Noten nehmen kein Blatt vom Mund. Danke Gott, wer ist das schon? Im Keller stapeln Leichen durch das Pentagon. Alte Männer ficken, wen sie wollen. Ich sah Schindlers Liste, verblendet durch die Flimmerkiste. Keine Kinkerlitzchen, Leg Min am Waldweg, das große B zerreißt sich wie ein Wolf. Im Schafspelz, getarnt und unentdeckt. Yeah. Bauern auf dem Schachbrett, nur ein Mittel zum Zweck. Ich geh die Schritte für Rap, denn du solltest schnell wegrennen. Wenn Mr. Sob das Sample Job gib ich nur mein Bestes. Bulletproof, ich bin protected. Hohe Quali 1A, yeah. Zielsicher wie Sniper. Doppel B connected, bis Jamaika. Bitte wag es nicht, stell dich mit mir auf eine Stufe. Denn jeder weiß, dass ich für Hip-Hop lebe, brenne oder blute. Bleib stabil, was für Beef. Wir bleiben produktiv, aggressiv auf dem Beat. Keine Popmucke, niemals. Ich seh keine kredibile Street, du bist ne Dorfnutte. Bist in der Chorgruppe, doch du bist nicht Jesus. Nur weil der Pfarrer dich bumst, ich hab den Glauben verloren. War sehr lange abstinent. Mein Album droppt wie das Neue Testament. Überall Feuer und Flammen, alles brennt nah, fallen wie in Vietnam. Ich zersäge deinen Stammbaum, deine Mama wird und dein Papa muss das anschauen. Klick, klack, schieß den Wichser weg, klick. Er hat es so gewollt. Doppel-B, der Panzer, der dich einfach überrollt. Du bist tot, ich geh die Schritte für Rap, denn was soll mir sonst helfen? Ich bin am Scheideweg. Soll ich die Scheiße weitermachen oder einfach gehen? Bleib nicht stehen, ich fick auf Klicks, Bildschirms oder Fame. Mach keine Thriller-Videos oder TikToks vor meinem Leben. Nein, ich hinterlasse das Besen rein, womit ich das Bett deines Mädchens mein. Sie kennt mein Rap und wenig später folgt der nächste Streich. Heißt, wir praktizieren Nächstenliebe. Meine Texte alle taktbasierte Lebenskrisen. Abgehängt wurden diese viele, doch will nicht sein wie sie. Nee, ich bin vom Mars gedrängt zum Gegenschießen. Und deshalb sag ich niemals, schau mal, ich bin Rapper. Der Glutamin führt das meistens zu Gelächter. Echt, Mann. Deine Texte inhaltslos, meine auch. Doch der Unterschied ist, dass man mir meine glaubt. Ist okay so, du siehst Steine nur bei Playmo. Das ist kein Rap, du machst Popmusik, du Emo. Yeah. Ja. Doppel-B ist im Gebäude, meine Lieben. Und vor allen Dingen Marburg interessiert mich, weil Marburg ist Studentenstadt, das heißt, da wird einfach gekämpft, da wird die Gesellschaft verändert und Hip-Hop ist eine zeitgemäße Musik mit politischen und, wie sagt man, provokativen und aggressiven Texten oder auch manchmal geht es nur um die Liebe. Wie sieht die Hip-Hop-Szene in Marburg aus und wie geht es den Boos Brothers in Marburg? Fühlt ihr euch wohl in dieser Stadt? Ja, ich würde sagen, wir fühlen uns auf jeden Fall soweit wohl, aber es ist schon eher ein geschlossenerer, kleiner Kreis, würde ich sagen, den wir bilden oder auch zusammen gebildet haben und aufgebaut haben über die letzten Jahre, weil eine wirklich große, aktive Hip-Hop-Szene gibt es in Marburg auch nicht wirklich, würde ich persönlich sagen. Naja, zumindest habe ich schon mal von drei Hip-Hop-Acts aus der Region gehört, also die heute Abend fast hier alle gespielt hätten oder so oder auch zum Teil noch spielen. Also insofern gibt es schon mal drei Acts und das ist ja schon mehr als gar keine. Ja klar, aber das sind dann ja trotzdem auch, waren dann ja auch alles Leute aus unserem Kreis sozusagen. Also es ist jetzt nicht so wie hier, dass wir so ein Jugendzentrum haben und sich dann auf einmal fremde Rapper, sage ich mal, treffen und connecten und dann auf einmal was entsteht. Das war, ist schon eher so ein Freundeskreis, würde ich sagen, der zusammen an diesem Projekt arbeitet und damit so ein bisschen diese Szene erschaffen hat. Marburg lebt und Hip-Hop lebt.
seid ihr da. 4 Euro, 6 Bier, 7 Sachen packen und ein Rack hier. Bin ready, doch das klappt nicht. Mit Handy vor dem Penny, du Shampoos im Hotel, denn die Rechnung zahlt dein Daddy. Es geht Tick-Tack, das Schicksal gibt dir nix ab. Ist, was du kriegst, weil jeder von uns mitmacht, du Fisch, ich spring mit dem Kopf ohne Sinn. Kopfsprung in die Schüssel, keine Milch. Leichter Film auf der Haut, Schweiß tropft ins Getränk. Der Bass rummert, ich hab Kummer. Weil unter paar Milliarden hab ich hier mein Herz geschenkt. Fuck, quetsch es aus, schmeiß es weg, als wär's Müll. Was hat Werte? Alles so fake wie deine Chain. Bleibe stehen, Feinde gehen, Krisen kommen. Ich hab Bewältigungstalent, ich bin resilient. Was lernst du in der Schule, außer cool sein für die Gang, Digga? Filter übers Leben und es glänzt. Und es glänzt. Filter übers Leben und es glänzt. Und es glänzt. Filter übers Leben und es glänzt. Ja, es glänzt. Filter übers Leben und es glänzt. Und es glänzt, jo. Alles, was ich mache, hat schon immer Hand und Fuß gehabt. Doch die Frage bleibt, was hast du gemacht? Es tut mir leid, aber du hast nie dazugepasst. Die Tür hast du zugemacht. Alles, was ich mache, hat schon immer Hand und Fuß gehabt. Doch die Frage bleibt, was hast du gemacht? Es tut mir leid, aber du hast nie dazugepasst. Die Tür hast du zugemacht. Nächste Nacht, nächste Flasche, nächste Feier, auf die wir gehen. Und wenn ich ehrlich bin, dann werde ich langsam müde, Atze. Müde von den Fratzen, müde von dem Schnaps. Ziehen hilft vielleicht, doch das hält nur für eine Nacht. Wenigstens kurz wach gemacht, wach gemacht. Und in Anbetracht dessen ist ein bisschen Stimmung angebracht. Aussichten sind mangelhaft, nicht lang bis die Krawatte platzt. Doch bis dahin wird die Zeit der reinste Affentanz. Angespannt wie eh und je, gestern Sonne, heute Schnee. Wenn du fragst, wie es mir geht, sag ich meistens schon okay. Denn für Diebnis habt ihr Opfer eh kein Ohr. Nehmt eure Rollen ein und spielt mir etwas vor, komm. Aus und ein, damals ist Haus beim Heim. Heute woanders zu Haus drauf und immer noch allein. Damals war's Grenzen testen, ein Stück weit all die Ketten sprengen. Alle gegen uns und wir gegen den Rest der Menschen. 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 Komm Jungs, wir gegen den Rest der Menschen. Alles was ich mache hat schon immer Hand und Fuß gehabt. Doch die Frage bleibt, was hast du gemacht? Es tut mir leid, aber du hast nie dazugepasst. Die Tür hast du zugemacht. Alles, was ich mache, hat schon immer Hand und Fuß gehabt. Doch die Frage bleibt, was hast du gemacht? Es tut mir leid, aber du hast nie dazugepasst. Die Tür hast du zugemacht. Die Tür hast du zugemacht. Ja, Jungs, geil, dass ihr so gut drauf seid, Mann. Ihr seid zu krass, Mann. Ja, Mann. Erzähl mir ein bisschen was über die Booth Brothers. Wie sind sie entstanden? Oh, die Booth Brothers, die gibt es im Endeffekt schon ewig. Nee, das 2016. Ding ist, genau, 2016 sind ja. Die entstanden. Ich bin zum Beispiel auch erst später zugekommen. Das hat sich alles auch ein bisschen rauskristallisiert. Da waren am Anfang ewig viele Leute dabei. Also man kann das gut als Movement verstehen. Ja, genau. Also im Grunde genommen kommt ihr mir vor wie so eine gigantische Hip-Hop-Rap-Kommune. Ja, also es entwickelt sich auf jeden Fall in die Richtung, dass wir uns da Namen machen und uns aufbauen und den Kreis auch öffnen, tatsächlich nicht so geschlossen halten, so dass immer mehr daraus werden kann. So. Also wir sind schon gut daran beteiligt, in Marburg da eine Szene zu gründen und zu vergrößern. Und ja, die Zukunft wird zeigen, was das alles so bringt. Okay, der ist neu, Jungs, der ist ganz neu. Vier Rapper, hör zu. Yeah, yeah. Hey. 83 bin am Bocken für die Clique. Voller Frotze gehst du boxen. Ich hab Sex mit einer Moss, bin so echt. Du willst nur ohne Kondom mit mir ficken? Gib mir Kohle für die Strophen, ja dann lohnt sich das Spitten. Bin inmitten meiner Träume schon ganz oben gewesen. Level tief, wenn es jetzt gar nicht versucht. Ich denk mir, wär ich noch mal jung, wär ich heute schon viel weiter. Hab kein Bock mehr was zu schreiben, doch ich mach es noch. Maseltopf für immer jung wie Karel Gott. Ich bin im Flugmodus geblieben, denn die Scheiße lässt mich nie wieder los. Zug, du musst jetzt kriechen, ich blick höher als ihr alle. In meinem Kopf bin ich schon frei, du wärst viel lieber tot. Das Leben kann mich brechen, bin im Autopilot. Ich krieg nichts mit, hört die ganzen alten Tracks aus meiner Dropbox. Schreibt formell, aber das Rap-Tip kommt und er sagt mir, das kommt noch, ist ein Meme geworden. Keiner macht mehr echten Rap. Alle singen auf Autotune und müssen Codein besorgen. Alle sind am Koksen, finde ich uncool. Wenn ihr statt Rapper lieber Kiel geworden. Ha, ich mach Beats, du machst dir Sorgen, weil dein Leben nicht so läuft, wie du es gern hättest. Ja, vielleicht liegt's an Tabletten. Bekannte gehen schon wieder in die Aber selbst mit Therapie ist nichts zu retten. Nein, da willst du nicht drin stecken. Spür den Druck in der Brust nach 20 Zigaretten. Wir rappen deine Texte, Kinderkacke. Was willst du mir damit sagen? Was? Dass du deine Freundin fickst, müsstest dich damit doch das ist schlichtweg gelogen. Wie alle deine Strophen, SEC und so berichten von der Gegend. Wir berichten das Leben im Elend, entgeben und nehmen, umgeben von Seelen, die reden und reden, aber davon nichts machen. Scheiß auf deine Motivation. Du willst Ruhm, aber deine Munition geht dir aus. Ich bin immer geladen.
wer will das Feuer löschen? Ich bau weiter Beats, die sich alle wünschen. Deine klingen nach nem Baukasten. Wunder dich nicht, wenn ich Frauen auslachen. Du gehst auf den Sack wie Bauchtaschen. Mama hat gesagt, du musst aufpassen. Doch ich war naiv, hab nicht drauf gehört. Hab mich instinktiv selbst zerstört. Ich bereue nichts, denn alle deine Taten machen dich zu dem, der du bist. Denn alle deine Taten machen dich zu dem, der du bist. Ja, ja, ja. Bitch. Was bist du und was bist du nicht? Zu viel Fehltritte, Rückschritte, geh ich langsam fehlerfrei. Auch wenn der mich sagt, das soll das Leben sein. In Krisen wirken Momente häufig wie eine Ewigkeit. Das Gegenteil von allem, Schicksalsschläge treffen jederzeit. Es ist tränenreich, niemand macht das Leben frei. Ich taumel durch die Stadt und ich trinke, bis die Leber reißt. Ich bin raus, mich die Texte schreibe ich nebenbei. Ey, und ich denk an die Vergangenheit. Warum kann ich alles, was vergangen auch vergangen sein? Und warum muss denn jeder Anfang bitte auch ein Ende haben? Ich mach das weiter, ganz egal, was all die Menschen sagen. Ganz egal, wie es weitergeht. Ich sag es doch, ob bin am Scheideweg. Es ist so viel passiert, wir können nicht einfach gehen. Ich steh wie eine Felswand. Das ist kurz wie ein Rembrandt. 100 BPM, Mann, ich lenk ab von Stress und von Drama. Verletzt wie die NASA. Nenn es ruhig Karma. Für mich bleibt es ein Zufall. Du redest und laberst, du elender Versager. Was ist dein Antrieb? Für was gibst du dein Blut, Mann? Ich bin es leid, es ist die Stimme einer Minderheit. Die Stimme, die uns antreibt, schon damals seit der Kinderzeit. Und wenn du willst, gib den Weg zu zweit. Ich schreib nur Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, 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 hu! Yeah. Jungs, Jungs, Jungs. So schnell kann es gehen. Das Konzert ist vorbei und ich hoffe, ihr seid gut durchgerockt daheim an den Bildschirmen. Und wir blenden gleich zur weiteren Band, die wir für euch hierher gebracht haben, zur vierten Newcomer TV-Nacht in die Portstraße Jugend und Kultur, nämlich zu Phasenkind und andere Kinder. Die kommen auch aus Marburg und machen einen fantastischen Sound und haben hier gerappt und dass die Bühne gebebt hat. Ihr werdet jetzt das Konzert sehen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Schwitzen wie ich hier beim Sitzen. Also bis gleich. Aber hier Dings, ganz kurz, ich muss um 6 aufstehen, ich habe noch Termine. Ja, lass das mal bitte schnell durchfrühstücken, hier das Thema. Oh, geht gar nicht. Aha, okay, Termine, Termine. Oh shit, ich habe auch Termine, Termine, Termine. Dieser Beat ist von Luis Fast, auch Marburg, ey, wisst Bescheid. Ich habe Termine, so wie normale Menschen Termine haben. Uni, Arbeit, Freunde treffen, lustiger Familienabend, Tinder-Dates, Netflix bingen, in meinen Jeans schlafen. 45 Minuten, Allomade, ich ziehe Bahnen, Termine. Kann Sätze keine mehr richtig sagen und habe auch leider keine Zeit, mich für dich schick zu machen. Leute fragen, ob an meinen Pullis Termiten nagen. Fiese Frage, die Löcher kommen von scharfkantigen Terminenschachteln. Davon habe ich sehr viele, danke der Nachfrage. Koche halt weniger Rinderflügel mit Fliederpaste. Eben kein Luxusscheiß. Für mich bedeutet Luxus halt unter Nutella Butter streichen. Und ich liebe meine Termine, Dicker, außer die bei Ämtern und außerhalb der Kabine. Warte, das sind ja quasi alle außer aufzunehmen. Denn nehm ich was auf für dieser Termine Pause ehne. Seid ihr bereit? Alle ausrasten! Ich habe Termine, viele, 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 viele. Ich habe Termine, diese, 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 diese. Termine, 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 Termine. Wieder zu spät, wieder zu spät. Bin im Studio doch. Ich habe Termine, viele, 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 viele. Ich habe Termine, diese, 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 diese. Termine, 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 Termine. Wieder zu spät, wieder zu spät. Bin im Studio doch. Verschiedene Termine, bin flexibel und verbiege mich. Für den Erfolg, wenn die Mucke mich ruft. Nie hat sie mir in die Suppe geschmuckt. Meine Zukunft aber immer noch ungewiss. Arbeit ist so beliebt hier in der Unterschicht. Ich will den Hummer nicht wieder mit Wodka killen. Kein Bock auf Termine bei Bullen, nee. Kein Bock auf Termine beim Arzt. Hab ich schon zu viele gehabt. Termine bei Sarah, ich hab keinen Bock. Endlich hab ich meine Sachen geholt. Ciao. Termine mit Frauen auf Rumänisch bedeutet Termine, hör auf. Termine, frag, dann lass es verweilen. Viele warten. Tage auf Messages. Vergiss nicht die echten Friends. Bevor du dein Leben und alles der Ehe schenkst. Bevor du die Segel setzt. Und so weit hinausfährst, bis dich keiner mehr sehen will. Kein Gegengift, dieses Leben ist ein zu schneller Film. Und ich steh hier im Regen, weil wieder der Bus meine Pläne fickt. Oder bin es ich? Fuck! Immer wieder am Rennen, bevor die Lawine mich trifft. Bevor sie mich wieder erwischt, bevor ich erstick. Zu viele Termine, ich kann nicht mehr chillen. Ich kann nicht mehr chillen. Ich kann nicht mehr chillen. Ich will wieder Kind sein, nein, irgendwie richte ich es mir ein. Hauptsache am Ende des Tages steh ich vor dem Mic. Ich habe Termine. Ich habe Termine. Diese, diese, oh.
Termine. Wieder zu spät. Mit dem Studio doch, ich habe Termine. Viele. Ich habe Termine, diese. Termine. Wieder zu spät. Mit dem Studio doch. Musik, ich komme viel zu spät. Andere Kinder, die Jam, ein Hip-Hop-Kollektiv, was sozusagen den Hip-Hop wieder zurück ins Real bringt. Was kann man darunter verstehen? Hast du schon gut auf den Punkt gebracht. Also unsere Message ist eigentlich die Realness generell. Also wir stehen schon für Hip-Hop. Wir haben auch bei uns in der Crew Breakdancer, Beatmaker und alles, was dazu gehört eigentlich. Wir sehen uns auch gar nicht als einen festen Stamm im Sinne von, wir sind jetzt wirklich vier Rapper, die jetzt andere Kinder bilden, sondern für uns ist das so eine Art Familie. Also wir haben viele Freunde, die ab und zu mal am Start sind, die dann tanzen, die dann sprühen, die dann auflegen, wie auch immer. Klar gibt es dann so einen Kern, der auf der Bühne performt, rappt, aber wir sehen uns halt wirklich als so eine Family und bei uns gibt es auch irgendwie keine verschlossenen Türen. Also jeder, der Bock hat, aus der Gegend kommt, beziehungsweise mit uns connecten will und auf einem Vibe, auf einer Welle ist herzlich eingeladen. Und genau so haben wir quasi auch heute diesen Zugang zu euch gehabt durch die Booth Brothers, die ja vor uns aufgetreten sind. Die haben gesagt, hier Jungs, da gibt es irgendwie bei uns einen Ausfall, beziehungsweise bei einer anderen Crew. Wie sieht's denn bei euch aus? Klar, sind wir am Start. Und deswegen war das ein bisschen spontan, aber hat Spaß gemacht und war echt ein cooler Abend. Bisschen stärker werden. Jetzt kurz mal klein, chill down. Denkt dran, Leute, das ist der letzte Gig jetzt für den Abend. Fühlt den Shit. Gebt noch mal alles. Dressa fi mai tare, ca să nu te doare. Un mesaj pentru mine când soarele răsoare. O zi nouă, un drum nou, nu stop pe loc. Muzica mea e un drog, komm wie ein Phantom aus dem Licht. Mein Tod ist gewiss und mit jedem Track näher ich mich dem Licht. Die Welt ist gefährlich und Menschen sind blind. Doch ich werd stärker und Berge verschwinden. Mein Glück ist unfassbar wie der Herr im Himmel. Wird mir vergeben, wenn ich Rapper kille. Ich glaub schon, der Finger am Lauf zog. Und ich drück ab, wie immer der Sound booms. Boom! Hab die ne Waffe besessen, viele sind von Waffen besessen. Mann, ich falte die Hände, hoffe auf Beste und ich setz auf die Erkenntnis im Herzen. Dann wird deines Tages kein Geld oder das Schlechte uns lenken. No! Oh, 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 oh. Ich muss stärker werden, um gegen den Schmerz zu kämpfen. Und wenn ein neuer Tag beginnt, die Sonne Farbe gibt, mach ich mein Ding. Ich muss stärker werden, um gegen den Schmerz zu kämpfen. Und wenn ein neuer Tag beginnt, die Sonne Farbe gibt, mach ich mein Ding. Zwischen Dingen, die mich runterziehen und niederstrecken. Mir sagen, du solltest dich verkriechen, nie wieder rappen. Für immer auf diesem Stuhl verwesen und Hass entwickeln. Auf deine Freunde, dich selbst, generell alle Dinge. Ist deine Kraft, sie gibt mir jeden Tag aufs neue Luft. Charakter-Switch, von Heulen rum nach Freudensprung. Das Licht der Sonne bestreut mich, der Sommer sträubt den Duft. Der Charakter-Switch von Träumen rum, zählt Träumen rum. Finde Gründe zum Lächeln, als wäre das einfach. Doch komme nicht darüber nach, ohne Leitfaden. Ich bin gewohnt, das zu verkomplizieren. Und wenn Glück mich plagt, ich schleunig zu korrigieren. Ich bin bewaffnet mit Schlangengift und extra Sprossen. Der letzte Tropfen auf den heißen Stein, echte Hoffnung. Irgendwann ist mein letzter Reim außer vorbei. Ich schwöre, meine letzte Zeile wird nicht traurig sein. Oh, oh, oh. Ich muss stärker werden, um gegen den Schmerz zu kämpfen. Und wenn ein neuer Tag beginnt, die Sonne Farbe gibt, mach ich mein Ding. Ich muss stärker werden, um gegen den Schmerz zu kämpfen. Und wenn ein neuer Tag beginnt, die Sonne Farbe gibt, mach ich mein Ding. Ich mach mein Ding und die Booth Brothers und alle machen ihr Ding heute Abend oder was? Hip-Hop oder was, Digga? Sagen wir mal so, was ich heute schon rausgefunden habe in den Interviews, Phasenkind, ist, dass im Prinzip die Clubs zwar fehlen, aber sich die Rapper oder Hip-Hopper in den Parks oder an den Flussufern treffen und sich battlen. Also das heißt, der Austausch zwischen den Crews findet ganz woanders statt. Nicht unbedingt auf einer Live-Bühne vor großem Publikum, sondern eher in so einem intimen Rahmen, so ein bisschen. Deswegen haben wir eigentlich so einen Hinterhof irgendwie hier gebaut mit dieser Deko und so, um dem Ganzen so einen intimen Rahmen zu geben. Also ist es so? Ist das auch deine Erfahrung, dass es alles eher, was heißt ich, also ja, zwischen den einzelnen Crews stattfindet oder wie findet das in Marburg statt? Ich kann das eigentlich voll bestätigen, weil egal in welcher Stadt oder in welchem Dorf ich in meinem Leben gewohnt habe, diese Klicken oder diese Gruppen irgendwie, die auf dem Skateplatz hängen oder die irgendwo sich so ihre Gebiete erschlossen haben, wo sich regelmäßig getroffen wird, um zu skaten, um zu sprühen, um zu rappen, die sind schon immer draußen gewesen und seit ich denken kann, ist und war das schon immer so. Was, glaube ich, nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass Hip-Hop auch eine Jugendkultur ist. Mhm.
Und ich selber mache seit 5 Jahren Jugendkulturarbeit in einem Jugendzentrum in Marburg im St. Martin-Haus. Und da kriege ich es halt mit. Und Jugendliche haben halt keine Räume, die gehen nicht in Kneipen, die dürfen es erstens nicht und zweitens können die keine 4 Euro für ein Getränk bezahlen. Dementsprechend hängen die draußen auf der Straße und machen da ihr Ding. Und ich finde, das ist aber so ein bisschen der Spirit. Und man kann auch dazu sagen, dass Hip-Hop einfach auch mittlerweile so unfassbar divers geworden ist. Also es ist total schwer, wenn man über Hip-Hop redet, zu spezifizieren, was man überhaupt damit meint, weil es so viele verschiedene Bewegungen gibt, die auch musikalisch total abdriften und teilweise rein musikalisch gesehen kaum noch irgendwas miteinander zu tun haben, aber trotzdem alle irgendwie unter diesem großen Begriff Hip-Hop stattfinden. Der ist wirklich für Mütter. Jetzt was ganz also das anderes. Ist jetzt nicht so Battle-Rap-mäßig für Mütter, das ist schon wirklich für Mütter jetzt. Also. Feeling, Herz. Seh wieder Licht und schenk dir diese Zeilen heute. So viel erlebt, doch du stehst hier auf meiner Seite. Danke Gott dafür, auch wenn die Hoffnung stirbt. Bist du die eine, die Sonne durch die Wolken führt. Seh wieder Licht und schenk dir diese Zeilen heute. So viel erlebt, doch du stehst hier auf meiner Seite. Danke Gott dafür, auch wenn die Hoffnung stirbt. Bist du die eine, die Sonne durch die Wolken führt? Mami, du weißt, du bist cool, weil du seit Tag 1 meine Musik gefühlt hast. Jung, stur und wild, ein hungriger Künstler. Leben ist ein blutiges Schicksal. Doch hab Mut und den Willen dank dir. Du hast immer an mich geglaubt. War ich mal down, sah ich in deine Augen und stand wieder auf. Dieser Sound ist die Sound und die Melodie, zu der ich im Alltag bounce. Ich kenn so viele Menschen, ich bin draußen, sag c'est la vie. That's life, du lässt mich gedeihen. Unsere Herzen sind eins wie die Sterne im Gleichgewicht. Mein Licht an einem Scheißtag, dein Lächeln, das Bild meiner Heimat. Und will ich mal ein Brötchen mit Käse, weiß ich ganz genau, dass mein Glück nichts im Weg steht. Seh wieder Licht und schenk dir diese Zeilen heute. So viel erlebt, doch du stehst hier auf meiner Seite. Danke Gott dafür, auch wenn die Hoffnung stirbt. Bist du die eine, die Sonne durch die Wolken führt. Seh wieder Licht und schenk dir diese Zeilen heute. So viel erlebt, doch du stehst hier auf meiner Seite. Danke Gott dafür, auch wenn die Hoffnung stirbt. Bist du die eine, die Sonne durch die Wolken. Zu Hause gab es keinen Urlaub, denn uns fehlte das Geld. Mama, du hast dich für uns nur hinten angestellt. Keine heile Welt, für die Mütter, immer gab Mann, es ein für Problem. Aber immer wenn es knallte, konnte ich in deine Augen sehen und verstehen, dass du alles tust, um uns Glück zu bieten. Wünschte mir manchmal gesagt, es für immer zurückzuziehen, aber das kümmert dich nicht. Die Bohne, Mama, du bist eine starke Frau, überwindest die größten Laster und das hier schaffen wir auch. Denn wir lassen uns an uns aus, raffen uns wieder auf. Du hast vieles in mir geschaffen, Mama, du hast es drauf. Tja, das war's auch schon. Ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen, jede Folge geht einmal zu Ende, so auch diese. Ihr habt heute die Boost Brothers und Phasenkind und andere Kinder gesehen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier beim Drehen und beim Schwitzen und wir sind im September wieder da mit den nächsten Newcomer TV-Nächten und wir werden euch Bescheid sagen. Supportet die regionale Musikszene, so wie wir es tun und geht zu Konzerten von regionalen Musikerinnen und Bands und vor allen Dingen beschäftigt euch mal ein bisschen mit Rap und Hip-Hop. Ciao, das war der Seppel am Mikrofon und der Jochen an der Kamera. Bis bald. Arrivederci. Gib meinem Mikrofon, sag doch das, was ich in mein persönliches Bild.
Deswegen geh ich jetzt auch im Kaufrausch ins Kaufhaus und kauf mir einen atomaren Schild.